So, goodbye. Es war mit einer unserer Lieblingsplätze mit spektakulären Ausblick auf die schneebedeckten Berge. Wir fahren jetzt nochmal Trinkwasser auffüllen und dann geht es weiter in die Tara-Schlucht. Sind ungefähr nur so 25 Kilometer von hier. Wir füllen jetzt hier das schöne Gebirgswasser nach hier. Also kannst du bedenkenlos trinken aus dieser Gegend hier. Jetzt in die Tara-Schlucht. Und das siehst du hier unten, siehst du das, wie sie da reingeht. Das ist, soll ja die tiefste Schlucht Europas sein. Ne? Wir sind jetzt unten angekommen und hier sehen wir diese Brücke über die Tara. Und hier hinten schauen wir in die Tara-Schlucht hinein. Achtung, jetzt geht's über diese Brücke. Das ist die Brücke. Ja, schau mal in die Schlucht. Wahnsinn. Jetzt haben wir gleich unseren Stellplatz erreicht. Bock von mir, Kreis gesehen, bösen Zählen. Hier links, guck mal, ja, links, Beet. Guck mal, links hier unten ist ein Parkplatz. Das ist der Platz. Wir haben Ihren Zielort erreicht. Da steht, da schreiben die drei Plätze am Abgrund. Ja, zwei sind da, dann ist er wieder frei. Wie es aussieht, ganz vorne. Wunderbarer Blick hier, wir messen auf die Brücke nur noch, ja geil. Wenn dir die Schissfahrt machst, bist du unten weht. Hier bei diesem blühenden Baum haben wir jetzt Platz gefunden. Wir wissen bloß noch nicht genau wo, da unten oder ob wir rückwärts hochfahren. Und hier schauen wir in die Bucht hinunter. Ne, hochfahren würde ich vielleicht, ne? Also drei Plätze am Abgrund, das stimmt. Und den Blick hast du dann hier rüber. Zu der Brücke, ist gigantisch, ja? Ein Keil ist übrig geblieben. Wir haben nur einen Keil verwenden müssen. Wir haben gedacht, es ist hier hopplicher. Aber dafür sind wir da bis ganz hoch gefahren. Der Dom macht sogar die Markise raus. Und wir haben hier eine tolle Wiese. Es ist hier der Baum in voller Blüte und mein Fahrer hat in der Zwischenzeit die Zeit genutzt und alles toll hergerichtet. Sehr gut. Hast du einen super Platz rausgesucht, Ben? Mein Name ist Milja. Oh. Milja, Milja, hallo, servus, I'm Thomas. Yes, dein Kant. Ja, ich bin Georgia, yes. Plan apli pirne, test, bome, gratis, ja. More i breakfast, pita pie sa cheese, kao burek. Jetzt gehen wir zum Begrüßungsschnaps. Like this one for me. One for me. Pflaume, ich nehme Birne. Und hier wird serviert, schau mal an, ja, herrlich. Wow. Super, ja. Wow. Selber gemachten Slivovitz. Wow. Slivovitz, cool. Yes. Cool. Slivovitz. Und da kosten wir mal jetzt. Ja? Okay. Was voll. So, also es ist Medizin. Ist voll. Sehr volle Kräfer. Medizin. Das nennen wir eine Medizin, okay? Ja. Was? Also dann. Prost. Prost. Montenegro Živeli. Ah, Živeli. Yes, Živeli. Živeli. Thank you. Prost. Das ist gut. Das ist 45%. Hallo ihr Lieben, wir sind jetzt hier angekommen auf diesem wunderschönen Platz und die Gastgeber haben uns erstmal selbst gebrannten Slivovitz angeboten und ich kann nur sagen, der ist spitze. Also wer hier ist, den würde ich zutiefst empfehlen, so eine Flasche Slivovitz mitzunehmen. Ein Liter kostet 15 Euro, das ist geschenkt. Und das ist eine super Qualität. Wir haben uns hier verewigt. Am 10.04.24 waren wir hier und haben unseren YouTube-Kanal gleich mit rangeschrieben. Also, wer uns abonnieren möchte, Rentner Thomas Schneider. Und Slivovitz nicht vergessen. Daleko je od toga.
30 Kilometer odavde. 30 Kilometer odavde. 20 Meilen von hier. Svi idu u inostranstvo da rade, tako, Kroatija, Njemačka. Etwa 30% der Arbeitslosen gehen zum Arbeiten ins Ausland und damit nach Kroatien. Die Auffahrt zum Stellplatz ist etwas steil und sandig. Dann sieht man aber den wunderbar gelegenen Platz für drei Wohnmobile. Während unseres Aufenthaltes wurde die Sanitäranlage neu gebaut. Deshalb durften wir im Haus des Betreibers duschen und auf Toilette gehen. Nur 2 Meter vom Abgrund entfernt befindet sich eine Sitzgruppe mit Blick in die Tara-Schlucht. Es gibt ebenfalls eine kleine Partyhütte mit Sitzgelegenheiten und einem Sofa. Hier kann man auch aus dem Kühlschrank Getränke entnehmen. Dies geschieht auf Vertrauensbasis. Nicht nur alkoholfreies, sondern auch Bier und hochprozentigen Alkohol. Schön blühenden Bäumen weidet eine Schafherde. Heute geht es mit dem Fahrrad die gesperrte Straße lang, wo wir nicht mit dem Auto fahren können. Hier drüben, hinter der Brücke, fahren wir jetzt die E10. Jetzt geht es mit dem Fahrrad über die Brücke. Und dann vorne links rein. Beth hat den zweiten Gang drinne, ist ein Ruckzuck hier drüber. Und wir fahren jetzt unten neben den Fluss entlang. Wir haben jetzt die erste Tunneldurchfahrt geschafft. Gut, dass wir Licht haben. Und hier diesen Canyon, schau das mal an, jetzt schau mal hoch, schwenke da runter. Ganz hier hinten siehst du die Brücke und hier geht es senkrecht nur noch auf der Seite. Und der Beet enteilt schon wieder meinen Blicken. Ich habe jetzt mal das Handy in der Hand genommen und fahre mal ein bisschen. Die Straße ist gesperrt, deshalb ist es gut, ist heute kein Verkehr. Wir sind ganz alleine unterwegs und mit diesem wunderschönen Blick. Bergab. Wir sind noch nicht ganz unten am Fluss. Hier geht es direkt zu 4 Kilometer hoch. Wir hoffen nur, dass der Akku hält und nicht, dass wir wirklich noch mit Muskelkraft die letzten Kilometer hochzutreten müssen. Hier vorne erkenne ich Licht am Ende des Tunnels. Beth kommt hinter mir. Es war die beste Idee, mit dem Fahrrad die Tara entlang zu fahren. Und noch besser ist, die Straße wurde gesperrt. Und hier kommt er an, mein Schatz. Herrlich! So, jetzt fahren wir über diese legendäre Brücke. Selfies gemacht, ja, genau, super, sehr schön. Oh, hier, Freund dieser Chinese, hallo, servus. Hallo. Ich habe ein chinesisches Fahrrad, genau. Die Beth fährt hier mit Unterstützung 3 den Berg hoch und oben
auf den Hügel von der Straße aus zu sehen, das Wohnmobil. Wir haben unsere Runde mit den Fahrrädern jetzt beendet und jetzt ist Erholung angesagt. Heute läuft das Fleisch direkt bei uns vor der Küche vorbei. Frisches Lammfleisch. Hier. Das ist fast wie bei Landvergnügen. Wir fahren jetzt wieder zurück nach Uxi. Sieht man sehr viel neu gebaute Ferienhäuser. So eine richtige Siedlung. Ich kann so, Mut zur Farbe haben sie auch. Wieder nach Zappeljak. Das ist ja der große Ort in der Gegend. Und hier hast du es auch, wie wir es vorhin schon gesehen haben, den Dörfern vorher, hast du auch sehr viele Ferienhäuser. Die alten Häuser fallen dem Bagger zum Opfer. Also das hier sind die Originalhäuser von früher, von Zappeljak. Ja, guck mal, die alten Holzhäuser hatten es da gehabt, ja. Wir gehen jetzt hier in Zappeljak, gehen wir erstmal einkaufen. Haben wir hier einen Platz gefunden. Diesel 1,49. Also hier, das ist spannend, hier bei der, wenn du hier Gemüse kaufst, das wiegt die in der Gemüseabteilung ab und dann hat, da ist extra noch einer da und macht dann zweimal die Preise pro Jahr. Wir waren jetzt hier in so einem Aroma-Market einkaufen, haben wir reichlich 70 Euro bezahlt. Ja. Ja, na klar. Also. So, wie viel haben wir bezahlt? 74 Euro haben wir bezahlt für den ganzen Wagen. Jetzt haben wir uns ein bisschen einheimisches Bier gekauft. Das heißt hier Nixico. Genau. Das räumen wir jetzt alles schön ein und haben wir wieder voll beladen alles. Sind die Lebensmittel erstmal wieder aufgefüllt. Wo hat man noch so einen Service in Deutschland? Hier werden die Scheiben geputzt. Hier ist Kundendienst ganz groß geschrieben, wenn du hier an der Tankstelle bist. Macht er deine Scheiben sauber, steckt einen Rüssel rein, also man braucht gar nichts zu machen, außer bezahlen. Und da kostet der Diesel, kostet 1,58 Euro. Ist die 4, ja, gehst rein. So, tschüss, Zappeljak, Dumitor Nationalpark, ade. Gibt es nicht mal so eine frische Dattel? Das sind die, die wir noch an den einen Stand gekauft haben, ne? Mhm. Die schmecken fantastisch. So, jetzt zeige ich euch mal diesen wunderschönen Ausblick hier. Und leider sind wir in einem Land, wo es mit Sauberkeit nicht so gehalten wird. Also hier hängt schon zur Begrüßung der Weihnachtslamette dran. Da haben sie volle Beutel mit der, also gibt es ja kein Leergutpfand. Und wenn du hier nur noch guckst, Müll. Bis nur noch. Müllhalde. Bis runter. Diesmal ranziehen. Alles Müll. Und das hier in dieser wunderschönen Landschaft. Das muss nicht sein. Und heute ist der Fahrer wieder gefordert. Also
ist schon die zweite Serpentine, die heute hochgeht. Ja, wir sind jetzt hierher gefahren, wollten uns dieses Museum mal anschauen. Aber das hat leider zu. Was natürlich ist, hinten hat man einen Stellplatz, wo man übernachten kann. Und wir fahren jetzt mal vor in das Dorf, wo wir hergekommen sind. Und das filme ich dann mal, denn das ist ein Gebiet hier, was, will ich mal sagen, verlassen ist. Also hier sind wenige Leute, die hier noch wohnen, viele Häuser verfallen. Das zeigen wir euch mal. Das ist jetzt ein Dorf, was vom Tourismus nicht profitiert. Aber es ist eben wunderschön gelegen hier in den Tal hin, so eine Hochebene. Da links. Ja, also hier seht ihr mal, wie das wirklich aussah früher. Und so sieht es jetzt aus. Auch noch im 21. Jahrhundert leben auch noch Leute hier hin in den Häusern. Also das müssen wir immer gesehen haben. Deshalb sind wir mal ausgestiegen. Dann laufen wir so einen Weg entlang, wo kein Tourismus ist hier. Von dem Stellplatz hat man einen schönen Blick auf den See. Wir zeigen euch gleich den Platz aus der Luft bei einem Flug mit der Drohne. Geht sie bei euch? Schauen wir mal. Mit einem Glas guten Rotwein beenden wir diesen Tag. Prost! Prost! Bosnien-Herzegowina. Also, es war ein sehr schöner Platz hier von Park von Eid. Ich weiß gar nicht, ob ich die Toiletten gefilmt habe. Habe ich gar nicht gemacht. Nee. Also, Toiletten ja, sind neu, aber eben nicht nach deutschem Standard. Und auch nicht sauber gemacht. Aber warmes Wasser war da, war nicht sauber gemacht. Also ich habe die dann sauber gemacht, habe einen Schrubber genommen, habe sie ein bisschen sauber gemacht. Wetter ist schön, auf geht's. Machen wir es da. Wir verlassen Pluzina. Ja, ich kann schon erkennen, den hier hinten. Nein, ne? Und hier drüben geht es auch wieder mal in den Tunnel. Da die Straße auch relativ wenig befahren ist, blende ich mal im Stehen aus dem Auto raus und in den Canyon rein. Schau mal hin. Dann komm mal raus. Ist denn das verstaut dann?
gucken wir hier nur noch. Der Damm wurde 1975 fertiggestellt. Sein Bau führte zur Überflutung der Piwa-Schlucht und zur Entstehung des Piwa-Sees, der mit 12,5 Quadratkilometern der zweitgrößte See Montenegros ist. Der Damm ist 220 Meter hoch. Das ist wirklich gigantisch, das Ding. Das ist die andere Seite vom Staudamm. Oh Gott, ist ja, guck dir das nochmal an. Jetzt geht es wohl nur noch. Drive carefully. 10 Kilometer. Jetzt geht es hier wieder nur noch. Das ist die spektakulärste Straße, die ich je gefahren bin. Das ist eine Panoramaroute. Wir nähern uns jetzt der Grenze Montenegro-Bosnien-Herzegowina. Brauchen wir vielleicht eine Bessere oder sowas? Brauchen wir vielleicht? Ja, müssen wir erst mal sehen. Wenn ich erinnere. Hier bei der Flagge hört Montenegro auf. Jetzt geht es über diese Brücke hier. 12 Tonnen. Aber wir können ja drüber, wir wischen ja. Oh, oh. Das ist ja schon wieder abdauerlich. Herzegowina, hier rechts drüben siehst du es, das Schild. Rechts, Bet. Bosnien-Herzegowina. Vom Zollbeamten wurden wir in Bosnien-Herzegowina freundlich empfangen und schnell abgefertigt. So, willkommen in Bosnien-Herzegowina. Hier, Bet, unser Lieblingsschild, das filmt das mal ab. Geschwindigkeit innerorts 50, außerorts 80, 100, 130. Die ersten Videodrehs von Bosnien-Herzegowina. So, hinter geht's hinter. Das ist natürlich ein Grenzübergang hier. Also ich bin schon viele Grenzen überquert, aber so einen Empfang habe ich noch nie erlebt. Also hier ist ja Hügelstraße. Ist das nochmal ein bisschen los ist? So ähnlich wie Namibia. Ja. Als kleiner Snack zwischendurch hat sich immer bewährt, eine Feige zu essen. Da essen wir jetzt mal welche. Das ist das zweite Frühstück. Da steige ich das erste Mal. Ach nee, steig schon mal aus in Bosnien-Herzegowina. Ja, herrlich. Wir haben jetzt hier einen Stopp gemacht und hier ist das Battle of Sutjeska Memorial Monument. Da laufen wir jetzt mal hoch. Das ist ein Auto, du. Da oben ist es ja. Hier mal hoch. Also wer uns kennt, der weiß, dass wir keine Stufen hinauf auslassen. Wir sehen vom Auto aus eine Stufe und wir müssen hinauf. Genau. Aber eins hat der Dom jetzt vergessen zu zählen. Also man muss leider so immer wieder anfangen. Ja, Müll. Die Bäume sind geschmückt mit Plaste. Hier unten Müll, Müll, Müll. Wahnsinn. Und dann hast du natürlich aber eben auch da vorne, wo Mondblumen blühen. Und da eine wunderschöne Ebene unten. Drüben geht den Weg hoch. Und der führt direkt hoch zu dieser alten, verlassenen Festung. Jetzt sehen wir mal Mostar bei Nacht von unserem Stellplatz aus. Hier von der Terrasse. Something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential, it's deep inside of me, but they hate when you're successful 'cause they try to be.